Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kein Reaction-Video zu dem Spiel Bayern gegen Paris. Ich habe es aber auch gestern gesehen. Also Bayern hat 1-0 gewonnen. Für mich sogar vollkommen verdient, muss ich fast sogar sagen. Paris war in einigen Teilen überhaupt nicht konzentriert. Und in der zweiten Halbzeit war Paris viel, viel zu wenig vom Tor. In der Nachspielzeit hatte Choupo-Moting noch ein paar Szenen. Aber ja, da muss einfach mehr kommen, wenn man gegen Bayern im Finale spielt. Aber das hat Bayern jetzt verdient gewonnen. Muss ich wirklich sagen. Bayern ist so verdient. Jetzt Champions-League-Sieger. Da gab es für mich eigentlich keine andere Mannschaft. Ich weiß nicht, wenn Bayern gegen Barcelona spielen würde, denke ich mir, würde Barcelona jetzt nicht mehr 8-2 verlieren. Aber ich denke, sie würden trotzdem noch verlieren. Heute bewerte ich die Trainer der Bundesliga. Und das mache ich in zwei Teilen. Ich mache sie heute auch beide heute. An dem Tag heute. Und ja, ich sag was Kurzes zu dem Trainer. Sag, wie lange sie da sind und sag ihre Ausbeute, ihre Spielanzahl. Ja, meine Meinung zu den Trainern. Wir fangen an mit dem ersten FC Augsburg. FC Augsburg hat jetzt als Trainer Heiko Herrlich, was für mich erstmal total okay ist. Heiko Herrlich ist ein großer Name in Deutschland oder ein etwas größerer, passt zu Augsburg. Mein Lieblingstrainer bei Augsburg war, ich weiß nicht, den Vornamen Manuel Baum. Kann sein, dass er so hieß, ja. Den mochte ich bei Augsburg am meisten, aber Markus Weinzierl auch mit. Einer meiner Lieblingstrainer bei Augsburg. Er ist seit dem 10.03.2020 da und holte aus 8 Spielen 2 Siege, 3 Remis und 3 Niederlagen. Für Augsburg ist das, naja, eine okaye Bilanz. Ich sehe Augsburg, muss ich sagen, sogar vom Platz 9 bis 13. Ich mag den Verein eigentlich, auch wenn ich Wolfsburg-Fan bin, finde ich Augsburg einen okayen Verein mit einer okayen Einstellung, mit einer guten Spielweise und die Augsburg-Spieler, da habe ich eigentlich auch nicht viel gegen. Ich kann mich natürlich noch erinnern an Wolfsburgs 8-1 gegen Augsburg. Der tat mir Augsburg schon fast ein bisschen leid, aber nein, Augsburg, finde ich immer, hat sogar gegen Bayern manchmal gewonnen. Ja, das war 1-0 2015, kann auch Glück gewesen sein. Ja, aber Augsburg ist sogar fast mit noch einer der Lieblingsgegner der Bayern. Ja. Zu den Bayern kommen wir übrigens erst im zweiten Teil. Ich hätte das jetzt nach dem Alphabet gemacht. Heute werden wir von Augsburg bis Hoffenheim die Trainer bewerten. Urs Fischer ist jetzt bei Union Berlin seit 1.7.2018 schon. Das ist relativ lang. 26 Siege, 20 Remis, mag einer unentschieden sagen. 21 Niederlagen aus 67 Spielen. Die Bilanz ist super, wobei auch da viele Zweitligasiege dazukommen. Wenn man Dritter in der zweiten Bundesliga wird, ja, dann ist das doch relativ gut und ich muss ganz ehrlich sagen, sogar sehr gut. Aber auch die Saison in Berlin hat gut mitgespielt, hat sich viel gewehrt und deswegen freut mich das natürlich sehr. Bruno Labbadia hat die Hertha seit dem 9.04.2020. Das ist, ja, die Bilanz 9 Spiele. Labbadia fing super an. Er hat nämlich 4 Siege geholt, ein Remis und 4 Niederlagen aus 9 Spielen. Ist für mich, für die Hertha gut. Bei Wolfsburg muss ich zu Bruno Labbadia sagen, ganz toll gewesen. Schon als Trainer und Oliver Glasner auch super. Aber Labbadia war auch bei Wolfsburg und bei HSV einfach. Ich mag den Mann total und Fußball kann er auch mit seinen Teams. Und ja, ich wünsche der Hertha mit Labbadia noch viele lange Jahre, denn dieser Trainer kann ihm wirklich helfen. Und der Hertha eine bessere Saison wie letztes Jahr. Uwe Neuhaus ist bei Arminia Bielefeld seit 10.12.2018. Was der Mann aus der Mannschaft gemacht hat, ist zu vergleichen mit, nicht ganz mit Hansi Flick, aber ich fand Neuhaus echt stark. Wer Arminia auf den ersten Platz bringt, das muss man sich mal vorstellen. Ganz toll. Also Arminia Bielefeld ist auch ein Verein, wo ich immer sage, sympathisch, sehr sympathisch. Es gibt nicht viele Vereine, die ich nicht sympathisch finde. Uwe Neuhaus ist am 10.12.2018, wie gesagt, reingewechselt. Seine Bilanz aus 52 Spielen, nur zweite Liga bis jetzt, 28 Siege, 18 Remis, 6 Niederlagen. 6 Niederlagen aus 52 Spielen, das ist der Hammer. Ganz stark, ganz super. Und deswegen finde ich es gut. Florian Kohfeldt ist bei Werder Bremen schon seit 30.10.2017. Für alle Bremen-Fans da draußen. Florian Kohfeldt ist ein
guter Trainer und er passt zu euch. Doch ich muss sagen, weiß nicht, ob ich, wenn ich das entscheiden könnte, ihn die Saison behalten hätte. Bremen hat ihre Hausaufgaben die Saison gar nicht erfüllt und in der Relegation sogar Glück gehabt. Durch das Eigentor von Teuerkauf, ja, der hat den Ball richtig reingeschossen. Da habe ich sowieso nicht verstanden, was der da gemacht hat. Also Florian Kohfeldt, 32 Siege, 25 Remis, 35 Niederlagen aus 92 Spielen. Für Bremen trotzdem noch eine okay Bilanz, ja. Werder Bremen sehe ich auch trotzdem erste Liga. Werder Bremen ist ein Verein, der da hingehört. Traditionsverein. Deshalb, obwohl ich auch manchmal sagen muss, ist nicht, also ich mag den Verein tatsächlich am allermeisten. Das ist ein Verein, gegen den man nichts hat, aber naja. Ja, sagen wir nicht viel zu. Wo ich sagen musste, Teuerkaufs Eigentor, sowas kann natürlich auch passieren. Das soll jetzt nicht böse klingen. Teuerkaufs Eigentor, das kann auch total passieren. Ist vielleicht sogar jedem mal passiert, aber so ein hohes Eigentor vielleicht noch nicht. Das kann passieren. Ich glaube, er wollte den mal rausschlagen. Der Ball ist ins eigene Tor gefallen. Schade. Schade für Heidenheim. Ich war auch für Heidenheim, muss ich sagen. Luis Nfavre ist bei Borussia Dortmund seit dem 1.7.2018. Ja, genauso wie Urs Fischer. Das wundert mich sowieso. Denn, ja. Seit dem 1.7. sind die immer alle da. Meistens sind sie ja schon vorher da, aber Kicker legt das erst seit 1.7. fest. Und im Internet stand jetzt nicht viel, seit wann Luis Nfavre direkt da war. Seit dem 1.7. ist, glaube ich, die Vertragszeit sogar. Luis Nfavre hat 67 Spiele bei Dortmund gemacht. Und für mich eine super Quote. Mit 44 Sieger, 12 Remis, 11 Niederlagen. Im Fall eine Fliege ist auch nicht schlimm. 44 Sieger, 12 Remis. Super. 11 Niederlagen für 2 Saisons Dortmund. Auch gut. Luis Nfavre, es gibt trotzdem noch was besser zu machen. Dortmund braucht Hilfe noch ein bisschen, um Meister wieder zu werden. Denn, ja, so Vereine wie Dortmund und Leipzig müssen doch jetzt bei Bayern den Kampf ansagen, genauso wie Gladbach. Es kann doch nicht immer 11 Punkte Vorsprung geben schon. Wir brauchen mal wieder einen neuen Meister. Dann der nächste Trainer, Adolf Hütter oder Adi Hütter, der bei Eintracht Frankfurt auch seit dem 1.7.2018 ist. Eigentlich, ja. 28 Siege, 15 Remis, 25 Niederlagen aus 68 Spielen. Okayer Trainer. Eine Zeit lang hat Frankfurt nicht guten Fußball gespielt. Das war 2019 am Ende für mich. Der Saison 18, 19 am Ende. Sogar gegen Bayern 5-1 verloren ist kein Untergang. Wenn jetzt in der Saison gegen Bayern Barcelona 5-1 verloren hat, wären sie sogar ein bisschen froh gewesen. Also, meine Meinung zu Adi Hütter. Es ist für Frankfurt ein guter Typ, aber auch Frankfurt hat viel mehr verdient als nur Platz 9, glaube ich. Ja. Jetzt ein Trainer, den ich absolut mag, Christian Streich beim SC Freiburg seit 29.12.2011. 102 Siege, 82 Remis, 103 Niederlagen aus 287 Spielen. Jetzt dürfte mir kein SC Freiburg wenn was anderes sagen. Der muss einfach bleiben. Geht der von Freiburg weg, ist es ein höllischer Verlust für mich, für die Mannschaft. Freiburg ist eine Mannschaft, die Bundesliga ist. Ja. Eine Mannschaft, die okayen Fußball spielt. Und eine Mannschaft, die auch manchmal Gegner ärgert. Und ja, ein sehr schönes Stadionlied hat. Sebastian Hoeneß ist bei der TSG Hoffenheim seit 27.07.2020. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Null Siege, null Remis, null Niederlagen, weil er auch null Spiele hat. Ich denke, Hoeneß macht mit Hoffenheim in der ersten Saison einen guten sechsten Platz. Vielleicht, ja. Weil mein VfL wollte ich gerne auf dem fünften Platz sehen. Das hört sich jetzt hart an. Ich habe sie da nämlich lieber wie auf dem siebten oder sechsten. Aber ja, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die sich jetzt wieder auch wunderbar gesteigert hat. Ja, also Sebastian Hoeneß, man kann dir nur alles wünschen. Ich finde es super, dass du jetzt bei Hoffenheim bist. Bring den Verein wieder auf Kurs und bitte fang nicht an mit 4 Niederlagen aus 4 Spielen. Wenigstens 2 Sieger, 2 Niederlagen, weil dich braucht die Mannschaft. Ein junges Talent, mit Nagelsmann hat es auch geklappt. Bitte zeig uns das auch. Also, das waren die ersten 9 Trainer für mich von der ganzen Seite.
kein Trainer, wo ich sage, der ist schlecht. Die Mannschaft muss das selbst wissen. Nicht immer nur der Trainer ist schuld, das solltet ihr auch mal drauf merken. Und wenn es bei eurer Mannschaft nicht so gut läuft, meckert nicht immer gleich auf den Trainer rum. Auch mal auf die Spieler. Ja, damit war es auch mit dem Video. Die Fliege kommt jetzt nämlich auch immer näher. Der zweite Teil, den lade ich gleich auch noch hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!